Grüß Gott, kommen Sie näher. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich mit einer Statue des Apostels Thomas hier herumspaziere. Ich habe einen geeigneten Platz gesucht. Eigentlich ist ein Festtag ja der 3. Juli und wir haben heute den 4. Adventssonntag mit dem 22. Dezember. Vor der Liturgiereform hatte er seinen Festtag am 21. Dezember, also gestern. Und wir kennen ihn, oder man beschreibt ihn als solchen, als einen ungläubigen Thomas. Und nicht ganz unbewusst hat man den Festtag des ungläubigen Thomas auf den 21. Dezember gelegt. Es ist der Tag der Wintersonnenwende, der tiefste Punkt der Sonne. Und mit dem Tag beginnt die Sonne wieder zu steigen. Wie der Glaube, der letztlich ganz durchgebrochen ist bei dem Apostel Thomas, der dann Jesus Christus bekannt hat als wahrer Mensch und wahrer Gott, mein Herr und mein Gott. Und diesen Glauben hat er dann letztlich auch mit dem Tod bezeugt in Indien, wo er den christlichen Glauben verbreitet hat. Dazu sind auch wir aufgerufen, den Glauben zu verbreiten mit Freude, mit Zuversicht und mit Hoffnung. Denn er kommt in wenigen Tagen, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, der für uns sein Leben gelebt hat und der mit uns unser Leben gehen möchte.